Richtig gehört. Schlafzimmer, Kleiderschrank und Balkon sind hier 1000 Quadratmeter groß. So wohnt nicht mal der König von England. Mit der Aussicht über die ganze Bucht von Cannes. Selbst wenn, guckst du drüber. Ist auch egal. Ja, stimmt. Ja, das ist mal ein Master Bedroom. Ne? Also so ein eigener Schlafzimmer habe ich weltweit noch nicht gesehen. Also ich weiß nicht, wo man da hingehen muss, um ein Master-Schlafzimmer oder Master-Raum zu haben von 1000 Quadratmeter. Das ist schon handfest. Leben wie Gott in Frankreich. Das wäre das Badezimmer des Hausherrn. Guck mal den Regenfall hier oben, mit Smell, mit allem. Oh, gleichzeitig auch Dampfbad. Oh, das ist aber cool, mit Geruch. Ja, und bei den Toiletten kannst du so viel kacken, wie du willst, das riecht nie. Ja, okay, das kenne ich von uns, Schatz. Ja, hier hat man auf jeden Fall 360-Grad-Blick. Hier guckt man nach Saint-Tropez, da nach Cannes, das ganze Meer. Das ganze Mittelmeer vor sich und auf der anderen Seite gucken wir eigentlich schon wieder Richtung Valberg, Richtung Berge. Das sieht man noch da hinten ein bisschen verhangen. Da hinten regnet sehr wahrscheinlich schon die ein oder anderen Gewitter. Und im Winter hast du weiße Berge. Das heißt, da hast du den Schnee und hier guckst du aufs Meer. Also was will man mehr? 360-Grad-Blick, perfekt. Da ist der Helikopter. Hier kommt der Helikopter hin. Ne? Das ist der beste Platz eigentlich auch. Ja, auch den besten Platz, um mein Auto zu fotografieren, wisst ihr? Stimmt. Ah, hier ist der Frauentrakt. Ja, hier ist der Frauentrakt. Sehr schön. Oh, siehst du auch toll. Same, same. Oh, die hat wenigstens auch. Frauen brauchen ja immer eigentlich mehr als Männer. Ja, aber hier ist, glaube ich, Gleichberechtigung angesagt. Ja, hier ist Gleichberechtigung. Ist dasselbe. Hier merkt man, dass eine Frau dabei war, als die Planung kam. Also ich baue ja eigentlich auch da, wo wir selbst bauen, auch immer Schminktische hin, weil es einfach schön ist. Man hat alles am Platz und ja, ich finde, das braucht man. Hier fehlt mir aber eins, das ist nicht wirklich gut durchdacht. Weil hier fehlt eigentlich ein Vergrößerungsspiegel, dann müssten die Schubladen eigentlich, wenn man die aufmacht, weil man macht sich hier ja auch die Haare, müssten Plugs, wie heißen die, Steckdosen drin sein, wo du deinen Föhn und deinen Lockenstab und alles drin hast. An sowas denke ich bei diesen Sachen. Wow. Das wäre dann übrigens als Dame des Hauses dein eigenes Badezimmer. Carmen, hast du hier auch was zu meckern? Also für mich, gar keine Frage, ist das Frauenbad natürlich schöner, weil ich liebe ja Baden und ich finde, die Badewanne passt hier perfekt rein. Genau, weil die Frau hat nämlich kein Dampfbad. Warum hat die Frau kein Dampfbad? Weil sie danach zum Friseur muss. Genau, dafür hat sie aber eine Regendusche, wie der andere auch. Also hätte man hier auch machen können. Sehr, sehr. Hier kannst du auch Milch einfüllen. Sehr schön. Ja, hier kommt ein großer Jacuzzi hin. Überall, wo man jetzt da die anderen farbigen Platten sieht, da kommt der Jacuzzi hin, also ein ziemlich großer, damit man hier den Sundowner genießen kann, weil hier geht jeden Abend die Sonne unter und dann hier der Whirlpool, hier vorne kommt noch ein großer Kamin hin mit Feuer und dann kann man sich hier gut gehen lassen. Kannst du mit 10 Chippen, die jetzt im Pool liegen. Not so bad. Ja, hier siehst du das schon an dem Geländer, siehst du das? Das ist nicht verschraubt. Das ist alles Handarbeit, wie die das früher gemacht haben, vor 100 Jahren. Wir haben auch sowas in Saint-Tropez, weißt du? Ja, wo keine Nieten drin sind, kein gar nichts. Da arbeitest du Monate dran, an so einem Geländer hier. Das kannst du nur noch kaufen von Napoleon-Zeit, von 1800 oder so normalerweise. Das ist richtig teuer. Normalerweise arbeitest du die auf, wenn du in ein Chateau kaufst, dann ist das normalerweise drin, ein 100 years old. Dann holt man die raus. So, aber das in der heutigen Zeit nochmal herzustellen, das kostet einen Haufen Geld. Sehr schön. Ich glaube, für den Leuchter kostet aber alleine schon ein Haus. This is amazing, yeah. Easy. Hier kommen zwei Leuchter hin.
die 17 Meter lang sind, die vergoldet sind. Alleine für die zwei Leuchter kannst du dir schon eine schöne Villa kaufen. Und für das sowieso. Mit dem ist die schon spektakulär, die Villa. Nur vom Preis. Ja, jetzt haben wir 2000 Quadratmeter gesehen, fehlen noch 2000 Quadratmeter. Also hier ist noch mal 1000. Aber hier sind Gästezimmer. Ach, wie süß. Das ist, wie soll der heißen von Shania? Royce. Wenn Shania mal einen Sohn bekommt, möchte sie ihn gerne Royce nennen. Wie Royce Royce. Und damit passt er hier perfekt ins Zimmer. Und wenn es ein Mädchen wird? Bugatti klingt doch weiblich. Ach, ich höre es schon durchs Haus schallen. Rolls, Bugatti, Bentley, Mazda, kommt mal bei Mama Shania bei. Für die kleine Prinzessin. So sweet. Wow. Very beautiful. A lot of taste. Das ist wirklich der Wahnsinn. Aber hier haben auch schon die Kinder einen großen Kleiderschrank. Das heißt, die haben ganz, ganz viele Sachen. Boah, das ist doch mein Kleiderschrank für... Schön gemacht, die sind auch schön groß, die Zimmer. Ja. Ne? Mega. Aber ein maskulines Gästezimmer für einen Herrn. Ja, und du willst die Gäste natürlich auch lange hier haben, ne? Deshalb haben wir so viele Schränke, die können auch mit richtig viel Klamotten kommen. Also jeder muss eigentlich mindestens einen VW-Bus oder einen Mercedes-Bus voll Klamotten mitbringen, sonst kriegst du die Schränke gar nicht voll, oder? Muss in Cannes viel einkaufen. Sehr schön. In England wird der Buckingham Palace gerade umgebaut, weil die haben ja nicht nur einen neuen König, sondern die Innenarchitektin, die den umbaut, hat auch das hier gebaut. Ah, okay. Das heißt also, die kennt sich mit Größe aus und mit vielen Zimmern aus, weil ich glaube, der Buckingham Palace hat... Weiß ich nicht, 200 Zimmer? Keine Ahnung, aber ganz viele. 200, die sie brauchen und 50, die sie nicht brauchen. Ja, nennt sich dann Storage Place. Hier liebt der Besitzer wirklich seine Gäste. Ja, das deshalb hat er so viele Schränke. An den Kleiderschränken. Der möchte die nicht mehr gehen lassen. 16 riesige Schlafzimmer sind nur im Haupthaus. Grace Kelly hat das Haus berühmt gemacht, weil sie ihren wohl bekanntesten Film darin drehte. Ja, in Deutschland heißt das Über den Dächern von Nizza. Ja, Alfred Hitchcock. Nee. Alfred Hitchcock. Der hat das Haus hier entdeckt und dann haben sie den Film gedreht. Ja, also ich bin jetzt hier so hin und weg. Also, es ist wunderschön. Ich meine, das ist ja so schön hier, auch hier rauszugehen. Wahnsinn. Es sieht nach Murano aus, ne? Aber die haben mehr aus Frankreich genommen. Das ist Glas auf jeden Fall. Sehr gefährlich. Wenn du da betrunken gegenfällst, wird's teuer. Also das ist ein Kunstwerk von der Seite her. Sieht das anders aus? Wenn man dann geht, verändert sich das Bild. Und dann wird's schwarz-weiß-gold. Also es ist Wahnsinn. Ich glaube, ich finde die Seite hier besser, weil ich bin mehr so auf der schwarzen Ebene unterwegs, so von hier. Hier hängt der Picasso. Hier hast du einen Picasso gefunden? Ja. Oh ja. Von 69. Okay. Da war ich 5 Jahre alt. Pup, 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 zack, 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 pup, pup, 1 Million. Ja, das ist wie Gelddrucken. Ne? Ich weiß nicht, ob er so viel Geld hatte, wie er gestorben ist. Ne? Ich glaube, die Nachfolger, die verdienen dann an der Kunst richtig Geld. Das heißt also, Künstler zur Lebzeit sind eigentlich arme Schweine. Vielfach. Ja, das ist jetzt hier der Weinkeller. Der muss natürlich noch dekoriert werden. Da geht es dann runter. Hier werden die ganzen Flaschen dekoriert. Und hier kann man dann Wine-Tasting machen. Perfekt. Also die ganze Wand wird voll sein mit Rotweinen, ja, wo man runtergeht. Und unten im Basement hat man dann die gekühlten Weine wie Weißweine und Roséweine. Und alles ist natürlich wieder gelockt mit Fingerprint, damit auch keiner die Mouton Rothschilds oder die Petrus dieser Welt stehlen können. So, jetzt gehen wir aus der absoluten Luxuswelt in die Arbeitswelt. Auch die Arbeitswelt ist hier luxuriös, sage ich dir. Guck's dir an. Oh ja, das stimmt. Guck. Hier hat der Koch sein eigenes Reich oder die Köche ihr eigenes Reich. Die können da die Aufzüge bestücken, damit das Essen hochgebracht wird.
Überall hast du Gänge, hier hast du den Gang, hier wird angeliefert. Mhm. Hier links hast du gesehen, hast du ein komplettes Treppenhaus, wo sich die Crew bewegt. Das heißt also, wenn du hier 30 Mann oder 40 Mann am Arbeiten hast, siehst du keinen Menschen. Nee, das stimmt. Die haben erzählt, die haben letzte Woche noch eine große Hochzeit gehabt mit 650 Gästen und hatten 2150 Mann Personal. Boah. Guck, das ist übrigens das zum Weinkeller. Der Weinkeller ist leer, der Weinkeller ist voll. Der ist nur oben leer. Ja, ja, das wird jetzt oben alles an die Wände gemacht. Boah, das ist ja mal eine geile Tür. Oh, cool. Wie cool ist das denn? Wo hat der das denn hier? Das ist da muss ja ein Haus drum bauen. Das ist wie das, was wir in Philadelphia gesehen genau. haben. Das war genauso groß. Ach, da traut man sich ja gar nicht. Das ist ja ein Wahnsinn hier. Was sind wir denn jetzt hier? Ein Spielzimmer für Erwachsene, Pokertisch, Billard, Zigarrenlounge. Es fehlt nur noch Dart. Die tonnenschwere Tresortür der Bank of America beschützt einen vor unliebsamen Gästen. Boah. Das ist der Club. Der Men's Club. Wisst ihr, wenn du keine Frauen reinlassen willst, machst du zu, ist das Thema erledigt. Hier kommt garantiert keine Frau die stören. Nur die, die du mit reinnimmst. Also selbst wenn die draußen schreit, hörst du sie nicht. Völlig uninteressant, wenn die Frau draußen Aufstand macht. Die kann mit dem Scheidungsanwalt da draußen stehen und du kriegst es nicht mit. Das ist ja Wahnsinn. Hier noch mal einen Lockdown verbringen. Ja, hier kannst du einen Lockdown verbringen. Ja. Hier kannst du dir 14 Tage aus dem Weg gehen. Wenn du hier das Handy vergessen hast, erreicht dich kein Mensch. Hey, das glaubst du nicht, was es hier gibt? So. Ich sehe Kugeln. I love it. Nein. My dream comes true. Das ist mein Traum. Guck mal, der hat alle Größen an Schuhen. Ich werde wahnsinnig. Now I have a problem. Oh. All my life I want a bowling. This cost money. Und der hat zwei Bowlingbahnen. Robert, der hat zwei. Guck mal, wie geil die Schuhe sind. Die Schuhe alleine sind ja schon ein Traum. Ja, hier auf der Bowlingbahn hat natürlich schon die Prominenz gespielt, wie zum Beispiel Dua Lipa. Look, even he's rolling up. Muss erst mal meine Kugel finden. Ja, ich hoffe mal dann nicht, dass sie was kaputt macht, aber man sieht, sie wirft natürlich direkt links rüber. Stopp. Das war schon mal nichts. Das gilt nicht. Das gilt nicht. Also kriegt sie auch keine Bowlingbahn, weil wer es nicht kann, braucht auch keine Bowlingbahn. Nein, schon wieder. Das ist aber peinlich. Nein, jetzt. Das wäre mir aber jetzt echt peinlich. Ja, jetzt kommt's besser. Ja, ich muss mich ja erst mal wieder eingrooven. Moment. Ja, der war ja nicht schlecht. Die ersten zwei waren natürlich komplett verzäbelt. Aber der jetzt hier, der war ja okay. Und jetzt die drei noch, die vier. Ja, das kann was werden. Jawohl. Gut. I'm coming. So, und jetzt one strike. Alle! Ja. Okay, dann. Gut. I can. Es hat lang gedauert, aber es ist ja noch gut gegangen. Also sie hat es ja beim vierten oder fünften Mal hat es jetzt funktioniert, den ersten Strike. Also wir können dran arbeiten. Am Ende muss jetzt unsere Bowlingbahn sehr wahrscheinlich zu Hause installiert werden. Warten wir mal ab. Bleibt spannend bei den Geißen. So, kriege ich jetzt so eine Bahn? Ja, schauen wir mal. Man muss den Raum dafür haben. Man muss 25 Meter Länge haben, mal mindestens 2 Meter Breite. Das ist nicht so einfach zu finden. Ja, das stimmt. Einfacher ist da ein Heimkino. Das gibt es in jedem Millionärshaushalt. Nur nicht in dieser Größe. Ja, hier gibt es nochmal ein Kino wie in der First Class bei Emirates. 14 Plätze. Guck. Wow. Und alle können liegen. Und das ist der größte Screen, den du im Moment kaufen kannst. Mit dem Sternehimmel hier. Wunderschön. Und gleichzeitig ist das der Panic Room vom Haus. Wenn jemand einbricht, versammelst du dich einfach hier. Deshalb gibt es da vorne noch eine Popcorn-Automaten und eine Espresso-Maschine. Sehr schön. Sind die bequem?
Ja, das ist ein cooles Kino, wa? Here we go. Guck. Oh. Guck mal. Oh. Guck mal da, das ist mal handfest hier. Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch was. Ist cool, ne? Oh, wie schön.